Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, die 100. Folge ist hoch. Es ist jetzt ein Tag Pause mit Uploads gewesen. Aus dem Grund, ich habe keine Folgen mehr gehabt. Und wir spielen auf der neuen Minecraft-Version. Es sieht jetzt alles ein wenig anders aus hier. Die Kohle, die Erde und ja, auch der Stein. Wenn ihr euch wundert, warum ich leise rede, ich habe hier jemanden in meinem Zimmer liegen, der gerade am Schlafen ist. Und ich mache auch einmal too many items aus. Ich muss mich jetzt ein wenig an die neuen Icons gewöhnen. Sieht ja jetzt doch alles relativ anders aus. Ich spiele immer noch auf den Texturenpaket von Honeyball. Also das ist geblieben. Das Honeyball kostet... Was mache ich da eigentlich gerade? Das Texturenpaket von Honeyball wurde schon geupdatet, genauso wie der Optifine Mod. Genauso wie... Na? Genau. Die Minimap wurde auch schon geupdatet. Und es wurde... Ach, da ist auch noch Eisenerz. Packen wir das auch nochmal dazu. So. Ach nee, Pflasterstein will ich doch gar nicht. So, ich glaube, das wollte ich, ne? Ja, genau. Ja, es sind noch nicht viele Mods installiert. Der Matmos-Mod und so fehlt noch. Aber wie gesagt, ich muss mich erstmal an die neuen Texturen gewöhnen. Und ich müsste eigentlich noch eine Einstellung kurz mal machen. Mal gucken, ob ich das während der Aufnahme machen kann. Ich muss Minecraft einmal mehr Priorität geben, damit... Ja, Priorität ändern. Damit das nicht anfängt, tierisch zu haken. So. Hier muss die Decke auch noch mal raus. Ich bin noch am überlegen, wie ich das hier alles machen werde. Aber so erst einmal fürs erste Lagerhaus sollte es reichen. So, ich wollte die Kisten auf die Höhe. Also das ist wie gesagt wie bei Gronkh. Dann kommt leer und dann Kiste und dann kommt noch einmal hoch. So. Und wir werden auch einige Sachen von dem Update noch nutzen. Und ich muss jetzt aufpassen, wie ich baue. Denn, ich kann es ja mal kurz demonstrieren. Ich benutze einfach mal den hier. Ich könnte den jetzt so hinsetzen. Oder einfach auch so. Man sieht Unterschiede. Hier sind die Balken dort zu Ende und hier sind durchgehende Balken. Diese durchgehenden Balken hatten wir eigentlich immer so direkt an der Wand. Und das immer auf dem Boden. Jetzt können wir auch für den Boden... Nein. Für den Boden halt dann auch direkt die komplett durchgezogenen Laminatböden machen. Finde ich nicht schlecht. Und das kann man mit allem machen. Man kann es auch mit mit Baumstämmen. Ich glaube sogar mit jedem einzelnen Block. Und man soll sich jetzt auch irgendwie diese gravierten Steine da machen können. Ich weiß aber nicht wie. Und Treppen aus Sandstein. Also wir werden noch einiges davon ausprobieren. Dorfbewohner können wir jetzt mithandeln, da werden wir auch noch hingehen. Es gibt einen neuen Rohstoff, also werde ich jetzt in Zukunft weiter weg wandern, um eine Höhle zu finden, damit wir in ein 1-3-1 Gebiet sind und nicht mehr in unserer 1-2-5 Welt. Ich glaube, wir haben angefangen bei 1-2-5, oder? Nee, warte mal, wir haben bei der 1-2-3 oder 1-2-2 irgendwie so. Naja.
Ich nehme jetzt auf, damit ich bis zum kommenden Samstag Folgen habe. Und da werde ich dann noch einmal aufnehmen. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Da werde ich mir ein wenig mehr Zeit nehmen. Wieso habe ich gerade Erfahrungspunkte gekriegt? Kriege ich jetzt fürs Eisenschmieden Erfahrungskügelchen? Wäre ja auch cool, ne? Davon habe ich aber noch nichts gehört von dem Update. Ich habe beim Livestream von Gronkh und Sarraza irgendwie mitgekriegt, dass man auch für Kohle abbauen und sowas jetzt Erfahrungspunkte kriegen soll. Bin ja gespannt, da vorne liegt ja Kohle. So. Nein, jetzt habe ich es doch kaputt gemacht. Naja, egal. Wenn ich ein wenig träge sein sollte, tut es mir leid, aber ich habe heute von morgens um 7 bis abends um 7 gearbeitet, habe jetzt gerade gegessen und ein wenig entspannt und habe mir gedacht, komm, nehm auf. Du brauchst sowieso Folgen, also aufnehmen. Tatsächlich, man kriegt Erfahrungskügelchen. Ist ja cool. Das ist echt cool. Also kriegt man jetzt nicht nur Erfahrungspunkte beim Kämpfen, sondern auch beim Rohstoff finden. Da will ich mal wissen, wie viel man bei Diamanten kriegt. Dann lohnt sich das ja alles jetzt, ne? Also nicht nur um den Rohstoff zu kriegen, sondern auch um zu leveln. Also das finde ich schon recht cool. Ach man. Ach ja, und endlich ist die Nachsynchro... Mann! Ich hasse meine Maus. Und endlich ist auch die Nachsynchro vorbei. Ich hoffe, sowas wird nicht mehr so schnell auf mich zukommen. Denn Nachsynchronisieren ist echt scheiße. Ach ja, ich spiele jetzt auch mit dem Optifine Mod. Und dieser Optifine Mod hat jetzt auch mehrere Veränderungen mit sich gebracht, so wie man jetzt hier so ganz schwer, glaube ich, erkennen kann, das Licht fängt an zu flackern von den Fackeln. Was ich ja eigentlich in der letzten Folge schon angesprochen hatte, wozu man eigentlich den MC-Patcher und Optifine für brauchte. Braucht man jetzt nicht mehr, jetzt kann das alles der Optifine-Mod. Irgendwie verträgt sich bei mir MC-Patcher und Optifine nicht so ganz. Und hab's dann einfach irgendwie versucht. Hab mehrere Male Minecraft neu downloaden müssen, beziehungsweise meine JAR-Datei oder den kompletten Bin-Ordner. Und ich werde mir einige Mods wieder zulegen, die jetzt gerade fehlen. So, hier das Eisen nochmal raushauen. Komisch, für Eisen kriegt man keine, ne? Ey, was ist das hier für eine Eisenader? Aber hallo. Ich doch gerne. So, Koppel. Die sehen jetzt auch anders aus. Ich vermisse das alte Pack. So. Aber jetzt haben wir gruselige Creeper mit dabei. So und so. Ich glaube, das war auch alles an Kohle. Genau. Wir nehmen uns hier nochmal das Eisen raus. Tatsächlich, man kriegt Levels dafür. Ist ja geil. Dann kann ich auch gleich nochmal ein bisschen Eisen zulegen. Das Eisen, was wir gerade gefunden haben. Ach, hier ist auch noch ein 64er Pom. Machen wir das eben so. Gold haben wir hier auch noch. Gehen wir erstmal nach draußen. Und ich vermisse ehrlich gesagt gerade den Matmos-Mod. So. Das Texturenpaket, muss ich ehrlich sagen, zu Honeyball, das ist hier mal wieder richtig gelungen. Ich spiele jetzt mit dem Gronkh-Package, also oder
Size Ground Package. Das ist das Work Package, was ersetzt wurde für das was ersetzt wurde für das Basic Pack. Und das soll dem von Gronkh am meisten ähneln, oder tut es an sich auch. Ist das jetzt ein Ladefehler oder was ist das? Unser Leuchtturm. Der Untergrund geweiht. Die Finsternis hat Angriff auf unseren Leuchtturm genommen. Aber wir haben sie verscheucht und nach oben getrieben. Und die Blöcke sehen ja jetzt auch, naja, merkwürdig aus. Ja. Naja, lässt sich nichts machen, aber hat irgendwie was. Unconnected Texture, das funktionieren gerade irgendwie nicht auf diese Blöcke, sondern nur auf Glasscheiben irgendwie bei mir. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch eingestellt habe oder so. Auf jeden Fall habe ich es bis jetzt noch nicht richtig hingekriegt. Und warum ist es da dunkel? Egal. Und wo sind die ganzen Schafe? Unsere Kühe sind noch da. Dann heißt es wohl Pärchen-Time, wa? Lass ihn. Wir die Schafe schmutzige Gedanken treiben. So, das kann man weg hier. Da kommen Melonsamen hin, der kommt auch weg. Da soll er eigentlich auch Melonsamen sein. Genau wie der hier, der muss weg. Die sollten eigentlich darüber wachsen. Also fast haben wir die Melonen, wie wir sie haben wollen. Ich mache das jetzt mal schnell. Ich begradige das mal eben. Ach ja, und wir haben Connected Textures. Unser Haus sieht ja jetzt auch cool aus. Quatsch, Connected Textures. Custom Colors haben wir jetzt auch. Das heißt, die Nächte werden eine schönere Zeit haben, als sie vorher hatten. So, dann gucken wir mal. Was ist das? Lapis Lazuli. Okay. Sieht ja auch interessant aus. Slimebälle, Enderperle. Oh, erstmal klarkommen hier auf die ganzen neuen Dinger. Und Kakaobohnen. Man soll die jetzt auch pflanzen können. Das heißt, wir bräuchten noch ein Feld. Weizen, das nehmen wir auch mal mit. Komm, die Halfsteads brauchen wir gerade nicht. Ja, den wollten wir eigentlich auch nicht da haben. Och, was haben wir mit den ganzen Schwertern? Rosenrot. Melonsamen, Ziegel. Was? Ich glaube, das Lied ist kaputt. Ich mach mal kurz ein anderes an. Kleinen Moment. So. Nederziegel. Al Capella Musik. So, packen wir einfach mal alles rein, was wir nicht gerade brauchen. So. So. Ach, Gold, warte mal, Gold ist hier? Nee, Gold nicht. Feuerstein, ich suche was, aber ich finde es nicht. Buch. Hier haben wir noch 6 Glas. Zuckerrohr, Tropenbaum, setzt gegen Ranken. Glowstone. Ach ja. Melonensamen. Ton. Hat jetzt auch einen anderen Namen.
Glowstone und Staubfarben. Nein, auch nicht. Fichtensatzpilz. Haben wir keine Eisenerz? Das nehmen wir mit. Bemoosten Stein nehmen wir auch mal mit. So, Stock packen wir zusammen. Hey, wir haben doch noch Setzlinge und so gehabt. Samen oder nicht?